1 nach dem Spiel gegen den FC Augsburg. Der Endstand 0:1 hier im Wohnen-Westfalen-Stadion vor 41.000 Zuschauern. Der Kollege aus Augsburg lässt sich entschuldigen. Die hatten dringenden Abflugtermin und mussten schnell zum Flughafen. Dann ja, kann er hier nicht erscheinen heute. Ole ist da. Bitte dein Statement zum Spiel, Ole. Ja, hallo von mir. Schönen Abend. Ja, ärgerliche Niederlage vom Spielverlauf her, eben halt auch bitter, weil wir hinten raus natürlich nochmal ein, zwei gute Möglichkeiten hatten. Unterm Strich muss man sagen, dass wir 10 Minuten, 12 Minuten gebraucht haben, in diesem Spiel überhaupt anzukommen, wo Augsburg schon noch gute Möglichkeiten hatte. Danach war es das Spiel, das wir eigentlich auch erwartet haben, sehr wild geprägt von vielen Spiel auf den zweiten Ball. Insgesamt finde ich in der Verteidigung dieser langen Bälle, auch im Verteidigungsverhalten auf diese zweiten Bälle, relativ gut gemacht. Was uns gefehlt hat, speziell in der ersten Halbzeit, war eine Ruhe im Ballbesitz, Räume besser zu öffnen, als wir das getan haben, aber auch in den Momenten, in denen wir es geschafft haben, diese Räume zu öffnen, klarer zu spielen, mit weniger technischen Fehlern zu spielen. Ich glaube, dass wir es mannschaftlich besser machen können, dass wir es individuell auch deutlich besser machen können, als wir es heute auf vielen Positionen getan haben. Und das hat dann unterm Strich dazu geführt, dass wir es zwar in der zweiten Halbzeit geschafft haben, das Spiel etwas ruhiger zu halten, mehr Spielkontrolle auch zu haben, Augsburg weniger Tormöglichkeiten zuzugestehen. Aber insgesamt haben wir es heute nicht geschafft, uns wirklich viele klare Torchancen zu erspielen. Und das ist, glaube ich, das, was wir uns vor allem vorwerfen müssen, dass wir im Ballbesitz heute nicht die Qualität an den Tag gelegt haben, die wir von uns verlangen können. Ja, deshalb ist es uns, wie gesagt, bis in die Schlussphase mit wenigen Ausnahmen nicht gelungen, wirklich klare Abschlüsse zu haben. Und wenn es dann so ist, dann muss man zumindest eben halt auch dann hinten zu Null spielen. Ich glaube, dass wir in der zweiten Halbzeit nicht allzu viel zugelassen haben. Aber die eine Möglichkeit, die Augsburg dann eben hatte, abgesehen von den Situationen, die am Ende sich als Abseits rausgestellt haben, die war dann eben drin. Und insofern gehen wir heute als Verlierer vom Platz. Ich glaube, wir haben insgesamt kein besonders gutes Spiel gemacht, vor allem was den Ballbesitz angeht. Ja, trotzdem musst du das Spiel nicht verlieren, weil wir uns eben aufgebäumt haben, weil wir eben halt auch hinten raus, wie gesagt, noch Möglichkeiten haben, zumindest einen Punkt mitzunehmen, der dann unterm Strich, glaube ich, auch über 90 Minuten nicht komplett unverdient gewesen wäre. Ja, so ist es nun mal. Auch das, wie gesagt, gehört dazu. Wir haben uns heute mehr von uns selbst versprochen, müssen trotzdem jetzt damit leben, die Dinge aufarbeiten, die wir heute nicht gut gemacht haben in erster Linie, aus diesen Dingen lernen, uns weiterentwickeln und dann eben versuchen, das in einer Woche in Leverkusen besser zu machen. Vielen Dank. Ja, Ulf, vielen Dank. Wenn es Fragen gibt, kurzes Handzeichen, dann wird das Mikro gereicht. Das sieht nicht danach aus. Ja, dann war's. Schnelle Geschichte, vielen Dank. Schönen Abend noch, schönes Wochenende. Bis bald. Ciao. Dankeschön.